Hallo und willkommen zurück zu diesem neuen Video auf Aquadicted, unserem und eurem oder eurem und unserem, wie ihr das wollt, Aquaristikkanal. Und heute geht es mal wieder um Futter und wir schlagen heute eine Brücke zwischen dem Lebend- und dem Frostfutter und wir stellen euch noch ein paar besondere Futtervarianten vor. Denn ich habe es ja in einem der letzten Teile schon gesagt, beim Fischfutter oder in der Aquaristik generell gibt es so einen Aspekt, der unserer Meinung nach immer vernachlässigt wird, und zwar dieser Ich tue meinem Haustier was Gutes Aspekt. Wie bei Hunde- oder Katzenfutter gibt es ja tausende Snacks und Möglichkeiten, seinem Liebling irgendwie mal was Nettes mitzubringen und was Gutes zu tun. Ja, abgesehen von der eigentlichen Fütterung des Fütterns wegen. Und in der Aquaristik ist das halt selten so. Und da ist eigentlich das Entertainment-Futter, was fast alle kennen, eben Lebenfutter oder eben Frostfutter. Es gibt aber noch ein paar andere Sachen. Und ja, wie gesagt, genug der einleitenden Worte. Wir stellen euch jetzt ein paar schöne Sachen vor. Vielleicht kennt es der eine oder andere schon. Falls nicht, habt ihr jetzt ein schönes Video mit ein paar neuen Sachen, die euch vielleicht interessieren könnten und euren Fischen, ja, gefallen würden. Viel Spaß. So, wir sitzen heute mal wieder in Gotha und das Becken kennt ihr wahrscheinlich noch und das kennt ihr auch noch, aber noch nicht mit Bonsai, aber darum geht es heute gar nicht. Ist halt nur eine schöne Kulisse zum Filmen und ich habe mich heute mal ausnahmsweise hingesetzt, denn es ist schon spät. Wie Gut, immer bei uns. es wird immer spät, ja. Du hast mir hier die Bank voller Futter gepackt. Und ja, jetzt sind hier ein paar Sachen, die sich irgendwie unterscheiden und ein paar Sachen, die sich ähneln. Bei einigen Sachen musst du mir dann sowieso noch mal ein bisschen mithelfen, aber ich würde sagen, wir fangen zuallererst an mit dem, was ich eben schon im Intro gesagt habe. Und zwar, wir schlagen eine Brücke zwischen Frost- und Lebenfutter. Denn das ist eigentlich eine absolut altbewährte Variante des Fütterns und das kennen auch alte Aquarianer schon seit eh und je. Aber viele zu der neuen Aquarianer, nenne ich sie jetzt einfach mal, haben das gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Und zwar ist das das gefriergetrocknete Futter. Das liegt so vom Nährwert her irgendwo so zwischen Frost- und Lebenfutter und hat ein paar Eigenschaften und ein paar Besonderheiten und auch ein paar Vorteile, die wir euch jetzt nicht vorenthalten wollen. Und jetzt, bevor ich euch die einzelnen Sorten zeige, haben wir die eigentlich hier mit drauf Ja. auf dem Bild? Okay. Hab den Ausschnitt extra so gewählt. Perfekt. Bevor ich euch jetzt die einzelnen Sorten zeige, also es gibt noch viel, viel mehr, würde ich euch erstmal generell was zum Prozess erzählen. Also Gefriertrocknung funktioniert so. Dieses FD steht auch manchmal drauf, steht für Freeze-Dried, also frostgetrocknet. Das funktioniert so, dass das Futter erstmal getrocknet wird. Gefroren wird. Getrocknet wird es dann später. Es wird erstmal tiefgefroren und zwar je nach Sorte. Da gibt es ja verschiedene Sorten, die auch wahrscheinlich unterschiedliche Temperaturen brauchen. Hat sich herausgestellt, dass so zwischen 30 Grad minus und 120 Grad minus, irgendwo in diesem Bereich, wird das Futter erstmal schockgefrostet. Und dann durchläuft es den nächsten Prozess und zwar wird es in einer Vakuumkammer, ja, getrocknet. Das Vakuum hat halt immer irgendwo wie bei der Osmose, immer so diesen Drang, sich quasi auszugleichen. Und wenn dann jetzt ins Vakuum ein Stoff kommt, der nass ist, dann wird diesem Stoff die Feuchtigkeit entzogen. Und in dem Fall ist das das Frostfutter, was dann zum gefriergetrockneten Futter wird. Und das ist ähnlich wie, kennt man vielleicht auch aus einigen dieser Suppensnacks, wenn dann so kleine Maiskörner da oben drin sind, die man ja, mit dem Finger zerdrücken kann zu Staub. Und wenn die dann wieder ins Wasser kommen, also man gießt diese Suppe auf, dann ist das von der Textur her einfach nur wie Mais, wie frischer. Und vorher wie. Müsli mit gefriergetrockneten Erdbeeren. Ja, Die werden ja auch genau. wieder so. Erdbeeren, die sehen völlig abgefahren aus, die wiegen auch nichts Ja. und dann werden sie einfach wieder zu Die gibt es Erdbeeren. mittlerweile auch als Snacks. Ja, genau. Gefriergetrocknete Himbeeren Erdbeeren, habe ich schon gesehen, ja, Erdbeeren, und ja. teilweise auch mit Schokolade umzogen. Es ist seltsam Sehr, von der ja, sehr Konsistenz. entertainendes Futter, also man muss auf jeden Fall was dazu trinken. Futter. Futter, wir füttern uns auch. Ja. Ein Snack. Okay, gut. Also so wird das Ganze hergestellt und da gibt es ein paar Futtersorten, die sich da bewährt haben. Es gibt auch Sachen wie zum Beispiel Engitren, bei denen das anscheinend nicht funktioniert. Die gibt es ja auch nicht als Frostfutter oder Regenwürmer. Aber was die meisten kennen, ist eigentlich so diese Standardsachen wie rote Mücken oder Daphnien, also die Wasserflöhe. Oder auch bei den Schildkröten, Wasserschildkröten, seit eh und je ganz beliebt und bekannt, Gammarus, also die Bachflohkrebse, die gibt es ja auch. Gefroren, aber da haben sie eigentlich gar keine wirkliche Bedeutung. Gefriergetrocknet dagegen sehr, sehr beliebt. Also beim Teichfischfutter und auch für größere Aquarienfische und für Schildkröten. Und wir haben jetzt exemplarisch von zwei Herstellern hier ein paar Sorten stehen. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, da gibt es noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt hier Frostfutter von Serra und Frostfutter von JBL. Und ja, du kannst ja dann mal einblenden, was es dann immer jeweils ist, beziehungsweise was es für Nährwerte hat. Was man dazu sagen muss,
Die haben, glaube ich, nee, da kann man noch nicht reinschauen. Bei Sera ist es umgestellt. Genau, bei Sera ist es mittlerweile so, ah, das ist fantastisch. Man kann reinschauen, scharf genug. Ja. Genau. Also die Menge, die da drin ist, ist eigentlich unglaublich groß, weil es wiegt effektiv nichts. Hier steht jetzt drauf 100 Milliliter, also gar kein Gewicht. Denn ja, es ist ja keine Feuchtigkeit drin und die Dinger sehen einfach nur grau aus. Und das ist einfach mal voll mit roten Mückenlarven. Und ihr habt eine richtig große Menge. Also es lässt sich gut lagern, ihr könnt es gut aufbewahren. Es gehen nicht wirklich Mineralien oder Vitamine verloren, sicherlich ein paar irgendwo schon im Prozess. Aber es ist wirklich vom Nährwert her, auch wenn das nicht so aussieht, das ist quasi Astronautenfutter, ist eigentlich noch relativ viel drin und es ist eine wirklich, wirklich gute Alternative. Es schwimmt primär erstmal viel, viel länger als zum Beispiel Lebend- oder Frostfutter, das sinkt ja sofort runter meistens. Es schwimmt sehr lange und es braucht sehr lange, um sich wieder aufzusetzen. Genau, aber für einige Fische, zum Beispiel die Beilbauchfische oder Hechtlinge, die halt eh nur von oben fressen, ist das halt echt praktisch. Und, das ist quasi das Trockenfutter-Pendant zur Fruchtfliege. Ja, genau. Okay, also wir haben jetzt hier von JBL gibt es das Ganze dann auch in großen Dosen. Ich glaube von Sera, weiß ich gar nicht, haben die das auch? Ist nicht so gängig, die kleinen gehen irgendwie mehr. Also wir haben jetzt hier rote Mücken. So, dann haben wir zum Beispiel es gibt noch eine kleinere Dose in so einem ganz kleinen Finkennäpfchen. Aha, okay. Habt ihr mal Futter selber abgefüllt in solchen Dosen? Ganz früher mal, ja. Wir haben das noch bis vor ein paar Jahren gemacht. Ja. Und da gab es Daphnien und rote Mückenlarven auch in der Litterdose. Oh, krass. Das vermissen die Kunden immer noch. Und das waren, ich glaube, ich will jetzt mal 20 Euro, das war wirklich ein guter Preis. Macht aber keinen Sinn, weil dauernd irgendwelche Käfer und Motten drin sind. Genau, also wir haben es einfach gelassen. Genau. Also dieser Prozess, wie das die Hersteller machen, das können wir halt im Laden nicht gewährleisten. Und auch was die Frische angeht und die Hygiene, das war so ein Ding der 90er und frühen 2000er. Tubifex. Ja, genau, Tubifex kommt immer in Würfeln. Genau, wie Artemia auch. Genau, Artemia habe ich die hier mit stehen. Ich glaube, Artemia habe ich jetzt gar nicht mit dabei. Aber kannst du mit einblenden? Ja. Oder vielleicht hast du es noch. Ich gehe mal gucken, du genau. Redest mal weiter. Genau. So, Tubifex, ja, haben wir jetzt hier auch wieder von JBL und von Sera. Ja, gibt sicherlich noch viele andere Hersteller, aber das sind eigentlich so die bedeutendsten. Und dann geht es weiter mit den Daphnien, den Wasserflöhen. Auch die haben wir wieder von JBL und von Sera. Und auch hier immer 100 ml drin, also es ist wirklich relativ viel. Beim Wasserfloh habe ich euch ja schon gesagt, der hat jetzt nicht wirklich den höchsten Nährwert. Guck mal, siehst du das? Ja, so, und du hast mir jetzt noch Artemia mitgebracht? Nee. Ich habe noch zwei, die später zu den Snacks mit dazugehören, mitgebracht. Ich dachte eigentlich, dass ich diese Onip jetzt auch gerade mitgebracht habe, aber okay, egal. Gut. Ja, wie gesagt, es gibt noch die Artemia, die dann auch in so Würfeln kommen. Es gibt von Sera noch, das habe ich jetzt bei mir aber aus dem Sortiment genommen, Krill. Das ist eine Garnele aus dem Meer. War jetzt nicht so gängig, hat sich nicht so gut verkauft. Dann gibt es den Gammarus. Und es gibt, das finde ich echt cool. Den Bachflohkrebs und den Wasserfloh. Ja, wir haben uns ja vor zwei Videos noch drüber beschwert. Es gibt von Sera noch, haben wir das hier, es gibt ein Mix pur. Schau mal bitte, ob du das noch hast. Also ich habe hier GVG-Mix, das heißt, da sind verschiedene Sorten gefriergetrocknetes Futter gemischt. Und es ist noch ein Trockenfutter dabei, also es ist noch ein Flockenfutter. Mix pur? Ja, hast du noch Mix pur? Genau, also Mix pur ist quasi das hier ohne Trockenfutter und das ist Mix pur mit Trockenfutter. Und ich lese euch jetzt mal vor, was hier drin ist. Wir haben... Also ich bin ja Sera-Fanboy, gell? Ja. Vom Futter und der Qualität her. Kommen wir noch im Trockenfutter dazu. Aber ich finde hier viel zu viel Flocke und viel zu wenig Krebs drin. Okay, na, dann nehmen wir jetzt die pure Variante. Genau. Also ich lese euch jetzt mal vor, was drin ist. Jetzt habe ich es gefunden. Rote Mückenlarven zu 27,8%. Daphnien zu 27,8%. Tubifex zu 27,8%. Und Krill zu 16,6%. Also Krill, die Sorte, die wir jetzt hier nicht haben, ist im Mix pur. Und im GVG-Mix ist drin, wie du schon sagst, anscheinend dann ein relativ großer Anteil Flockenfutter. Ja, das stimmt, da ist schon einiges. Oder es liegt vielleicht auch gerade nur oben. Das kriegen die übrigens zugeliefert. Ich glaube, die machen das nicht selber. Mhm. Und das wird in riesigen weißen Säcken gelagert, so Palettensäcken, in einem Futterlager. Mhm. Und da es ja sich um Lebensmittel, also die Qualität soll ja sehr hoch sein. Ja. Und weil du ja gerade gesagt hast, da war Ungeziefer drin. Ja, okay.
Die, also in diesen, was wir früher selber abgefüllt haben, das ist bei denen nicht. Und die haben Schlupfwespen in diesem Lager. Ah, die setzen Schlupfwespen und die kümmern sich biologische Ungezieferbekämpfung. Machen die Pflanzengärtnereien übrigens auch so. Ja, also auch da versucht, den biologischen Weg zu gehen. Sehr löblich. Jetzt möchte ich euch noch mal was anderes zeigen. Und zwar, wir haben jetzt leider das von JBL nicht da. Und zwar das Plankton pur, aber das blende ich mal ein. Das ist leider gerade vergriffen. Das verkaufen wir im Laden eigentlich ganz gut. Aber nur, wenn man es empfiehlt. Das nimmt keiner von allein. Also Plankton Warum pur. Kostet 8 Euro, glaube ich. So ja, Natur, und es sieht echt aus, als wäre nicht viel drin. Aber das ist ein super Entertainment-Futter. Plankton pur, also wie der Name schon sagt, Plankton kommt ja aus dem Meer, wird in einem bestimmten Verfahren so haltbar gemacht, dass das wie so ein Gelee ist. Also ähnlich wie das hier. Aber eben wirklich das pure Futtertier und das wird von jedem Fisch instant gern gefressen, das ist nochmal eine ganz andere Form des Fütterns. Also das ist nie wirklich kommerziell erfolgreich geworden und JBL hat da echt viel investiert in diese ganze Geschichte. Ja, ich glaube, das ist auch echt Eismeergrill, gell? Ja, das genau. Das wird zu einer gewissen Fangsaison, wenn der Cash gefischt werden darf, genau, wird genau. Der, also das ist wirklich aufwendiger, teurer Rohstoff. Und JBL hat da viel, viel investiert, auch so ein bisschen Werbekampagnen. Die hatten da am Anfang auch immer mal so Probetütchen mit ans Futter gepackt, weil das wirklich eine geile Variante ist und wirklich ein wertiges Futter und eins, was es in einer anderen Form halt so nicht gibt. Also dieses Plankton gibt es eben nicht als Lebendfutter, also nicht dieses und auch nicht als Frostfutter, aber eben in dieser Variante. Und man musste das Ganze dann immer irgendwo ein bisschen, so jetzt, weil sich die Leute immer beschweren, du bist nie im Bild. Ja, ich will jetzt genau. Nur mal wenigstens für die Kamera was machen. Jetzt machen wir das mal auf. Was hast du denn hier eigentlich genommen? Die roten Mücken. Bloodworms, genau. Ja, wollte ich noch kurz erklären. Also das ist dasselbe Prinzip wie zum Beispiel dieses Plankton pur. Aber hier hat eben Tetra, und das haben sie schon seit vielen Jahren im Sortiment, eben in diesen Ketchup-Tüten, haben sie eben jetzt rote Mücken drin. Und ja, du machst das jetzt mal auf hier. Ja, ich gehe mal vor die Kamera genau. Und hoffe, dass man das gut sehen kann. Ich lese mal vor, was drin ist. Enthält rote Mückenlarven in vitamin- und nährstoffreichem Gelfutter. Frischer, natürlicher Geschmack für maximale Akzeptanz. Also es sieht jetzt erstmal, ja, siehst du es? Oder? Ja. Du siehst es wahrscheinlich, aber unsere Zuschauer sehen dies. Die sehen es. Ich denke, das ist schön scharf. Wir füttern es natürlich nachher auch, aber wir wollen es jetzt euch mal hier zeigen. Das ist in so einem Gelee. Es sieht jetzt auch gar nicht aus, als ob ein Wurm drin ist. Es sieht aus wie ein Brei, aber wenn wir es gleich verfüttern, seht ihr, dass man da noch Würmer ahnen kann. Genau. Und das gibt es, soweit ich weiß, als Wasserfloh und als Artemia noch. Und das sind jetzt die roten Mückenlarven. So, dann haben wir jetzt hier, das ist auch Blattwurm. Ja. Und hier ist Brine Shrimp, dann nehmen wir das mal. Also das sieht wirklich aus wie Astronautenfutter hier. Ja. Ist quasi die größere Menge halt, ne? Genau. Ich schneide das jetzt mal nicht ab, das machen wir nachher, wenn wir verfüttern. Ja. Also ihr seht wieder, hier ist nichts geskriptet. Wir ballern hier einfach alles so raus, wie es uns in den Sinn kommt. Das ist ein bisschen flüssiger. Ja. Aber das ist quasi dann das Artemia. Also ich muss schon sagen, es sieht gruselig aus. Ja. Aber die Fische lieben es. Ja, wir werden sie dann verfüttern, werden wir dann sehen. Genau. Mal gucken, ob die jetzt hier Bock drauf haben. Die kriegen jetzt Mitternachtssnack. Ja. Das klebt aber. Ich denke, wir müssen nachher auch nochmal einen Mitternachtssnack zu uns nehmen, oder? Ja, wir sind auch Amanus drin. Wenn jetzt die Brombeersammler, die Wadai, das nicht wollen, dann werden das die... Die Amanus. Also, wir haben jetzt Astronautenfutter gesehen und das ist wirklich was man immer mal beraten muss. Also das sind so Futtersorten, die sind schon sehr speziell. Die Firmen haben da auch echt innovatives Gedankengut reingesteckt und dann halt auch Forschung betrieben. Ich meine, das muss man erstmal so hinkriegen, dass es haltbar ist und auch, dass es akzeptiert wird von den Fischen. Aber das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, ist halt nur nie so wirklich populär geworden. Wir wollten es euch aber der Vollständigkeit halber einfach mal zeigen. So, und dann... Ja, wir sind ja jetzt auch bei Snacks. Möchten wir euch noch ganz konkret zwei Sachen vorstellen. Und zwar, das gibt es schon ewig. Und zwar diese Sera Onip-Tabletten. Eigentlich gehört das ja zum Trockenfutter. Aber es hat halt diesen Pfandcharakter. Deswegen bringen wir es halt jetzt in diesem Video mal mit. Also im Prinzip ist das nur die große und das ist die kleine Packung. Diese Onip-Tabletten sind Futtertabletten, die aber nicht explizit nur für bodenbewohnende Fische sind, in dem Fall halt Welse oder Schmerlen, sondern die haben eine Eigenschaft, und zwar kann man die mit dem Finger an die Scheibe drücken. Also wir haben das früher im Laden immer mal gemacht, so
Samstagvormittag, wenn jetzt da die Kunden kommen. Da gab es mal einen Aufkleber sogar für. Ja, ja, genau. An der Scheibe wurde man in die Mitte. Stimmt. Im Aufkleber war in der Mitte ein Loch. Und ja, da haben wir immer mal so eine Tablette dran gedrückt. Also bei den Neons war das halt immer super beeindruckend, wenn dann 300 Neons oder so losballern und diese Tablette fressen. Und das bleibt halt wirklich so lange kleben, bis das Ganze irgendwann runterfällt. Kleiner Tipp, das geht mit jeder Tablette. Es muss nicht ONIP sein. Aber die muss bloß gerade sein. Und mittlerweile ist ja eher der Trend zu Extrudaten. Das kommen wir im Trockenfutter nochmal drauf. Und auch zu Linsen. Bei den Wälztabletten. Genau, das muss eigentlich die klassische. Früher hatten die mal noch so ein kleines Loch zum Reindrücken. Ja, das gab es. Oder so eine Mulde für den Finger. So eine Mulde, genau. Aber das ist eine normale, flache Futtertablette, die so fast gar nicht mehr so richtig hergestellt wird. Ich habe das aber mal mit denen von JBL probiert und die haften irgendwie nicht so. Nicht ganz so. Gell? Also es wird schon die Zusammensetzung sein. Ja. Zusätzlich ist hier keine reine Bodenfutter-Zusammensetzung. Normal hat man ja in so einer Tablette für bodenbewohnende Fische auch Holz drin und was weiß ich nicht. Das ist ja einfach nur wie Flockenfutter gepresst, weil das ja eigentlich hauptsächlich auch für Fische ist, die in den Mittelbereich schwimmen. Und das Ganze gibt es auch noch von Tetra, da heißt das Ganze Fun Tips. Also es sieht ein bisschen anders aus. Da ist die in der haben Mitte wirklich so ein das Leckerchen-Thema aufgenommen damit. Mhm. Das ist ja eigentlich so ein Clipstrip. Ja, da ist auch so ein kleines Loch drin für den Finger. Ja, gibt es auch in der Dose. Ich habe die, glaube ich, gar nicht in klein, ich habe die nur in der Dose. Also das sind jetzt Entertainment-Futtertabletten. So, und jetzt, da möchte ich dich jetzt mal bitten, weil das ist nämlich eine Sache, die gibt es bei uns gar nicht. Mhm. Jetzt erklär doch mal. Ist auch bei uns sehr exotisch, muss man dazu sagen. Also das ist eine Eigenmarke das ist eine Eigenmarke halt. Und das sind Snack Balls. Und da ist zum Beispiel hier mit Mango. Die gibt es in 4 Sorten. Genau. Also meine Lieblingssorte ist Asien. Ja. Aber das ist beim Trockenfutter, was du meinst. Da gibt es beim Asien Durian drin. Durian, das ist nämlich die Kotzfrucht. Die Stinkfrucht. Und ich liebe Durian und die schmeckt einfach nur verdammt gut. Und die ist im Fischfutter, wobei ich sagen muss, es erschließt sich mir trotzdem nicht, wie diese Frucht, die ja jetzt nun irgendwo im Wald wächst, in das Wasser fallen kann und dann platzt die auf und die Fische fressen dann das Innere dieser Frucht. Also es war wahrscheinlich auch nur irgendwie so ein bisschen so ein Marketing-Ding, aber irgendwie finde ich es lustig. So, jetzt bist du also das dran. Besondere bei denen jetzt hier, das ist jetzt wie gesagt ein Produkt, was jetzt nicht so häufig ist, das sind so Futterballs und ich kann ja mal vorlesen, Zusammensetzung Insekten, also Hermetia-Fliegenlarven, da kommen wir nochmal im Flockenfutter drauf, das ist jetzt eine Alternative zum Fischmehl oder zum Fischfilet, weil es wird ja immer weniger an Fisch und Fisch ist immer schwieriger und immer ein teurer Rohstoff, sage ich mal, auch wenn es kein Rohstoff jetzt in dem Sinne ist. Und jetzt gehen die viele Hersteller auf diese Fliegenlarven, also hier ist als Grundbaustein kein Fischfilet drin, sondern Insekten. Genau, was ist das? Soldatenfliegenlarven? Ja, genau. Gemüse, nämlich Moringa, Weich- und Krebstiere, Wasserflöhe, Daphnien. Ja, und das kann man einfach rein, das sinkt gleich zu Boden und dann können sich das die Fische das sieht abknabbern. Aus wie die vom Angeln, gibt es doch hier zum Kopf. Boilies. Genau, Boilies. Genau. Und so sieht das aus. Und ich kann es ja nochmal zeigen. Wie gesagt, ist was Exklusives, so das, was es jetzt bei uns gibt. Eigenmarke, die gibt es nur bei dir in Erfurt und in Gotha. Ja, gibt es nicht bei uns. Habe ich festgestellt, trübt aber. Also es ist ein bisschen seltsam, also die Fische fressen das schon, aber es trübt irgendwie, das Wasser macht so ein bisschen, trübt es ein. Mhm. Es ist irgendwie ein neuer Weg. Und da es eine Eigenmarke ist, gell, das wird ja dann auch. Ja, vielleicht warten sie auch nur auf das Feedback der Kunden und dann wird es vielleicht. Wir haben das schon viele Jahre im Sortiment. Mhm. Okay, und es ist wie gesagt ein Snack. Ja. Snackballs steht da drauf. So, ich lese jetzt mal ganz kurz vor. Es gibt hier Snackballs mit Spinat, es gibt welche mit Mango, es gibt welche mit Walnussblättern. Das klingt jetzt so eher so Garnelen-like. Ist auch eine drauf, glaube ich. Und dann gibt es noch die Daphnien, also die Wasserflöhe. Das habe ich eben vorgelesen. Genau, gesagt, das ist vorgelesen. Und Hauptbaustein ist Helmetia Fliegenlarve. Ja, generell, also kennen vielleicht auch einige von euch die Firma Panterei, die es jetzt in der Form so als Ladengeschäft nicht gibt oder nicht mehr gibt. Aber die Tourbox hat, glaube ich, die Anlage gekauft. Ja, genau, die haben in Remscheid die ganzen Aquarien gekauft. Und ich war da auch noch gewesen, 2017 oder 18 war es, habe ich den Laden nochmal erleben dürfen. Und die haben auch so ein paar Futtersorten und sind dann ganz stolz darauf, dass sie quasi für anflugfressende Fische, also eben zum Beispiel diese Hechtlinge oder Ballbäuche, auch speziell Insekten verarbeiten. Und das scheint jetzt in der Aquaristik irgendwie generell mal so ein Trend zu sein. Also ich finde es ganz interessant und ganz spannend. Und ich hoffe auch, dass ein paar andere Hersteller da noch drauf kommen. Und das wird immer weitergehen. Denke ich auch. Also Serra hat, glaube ich, in jeder Flocke schon ein bisschen Anteil drin. Mhm. Die versuchen natürlich irgendwie eine Alternative zum Rohstofffisch zu finden. Ja. Und Serra ist ja jetzt schon ganz weit vorne
dabei, viel mit Insektenlarve zu machen. Momentan meist nur 5% Anteil. Ja, und wie ich gerade gesagt habe, für viele Fische ist das ja auch das natürlichere Futter, ne? Insekten. Also ja. Die Mückenlarve ist ja auch eine Insektenlarve in dem Sinne, aber eben lebende Insekten, die halt oben rumfliegen und nicht im Wasser leben, werden ja auch von vielen Fischen gefressen. Und von daher... bei der Hund- und Katzenernährung, es gibt mittlerweile Hund- und Katzenfuttersorten oder Snacks, die auch mit dieser Soldatenfliegenlarve schon Sinn. Da haben wir schon sogar einige Katzensnacks. Ja. Und natürlich basteln die auch ein bisschen für unsere Lebensmittel, für unsere Lebensmittel, ja. Weil man ja immer denkt, Insekten wäre die Lösung zum Fleischkonsum. Lassen wir uns überraschen. Werden wir sehen. Genau. Die Asiaten, die wissen das schon ein bisschen länger. Oder die Afrikaner. Und die Afrikaner. Jetzt, wie lange sitze ich jetzt hier schon und erzähle? Viel zu lange für so ein 19 Minuten geht aber. 19 Minuten, okay, ja, das ist echt schnell. Ja, wir füttern jetzt einfach. Ich würde sagen, wir füttern jetzt noch mal ein bisschen was und das Ganze kommentiere ich jetzt nicht mehr, ne? Oder? Soll ich das noch kommentieren? Ja, du kannst ja mal sagen, was... was wir füttern. Was genau. Wir füttern und dann ziehen wir Aufnahmen. So machen wir das. Okay, dann nächster Take. Jetzt habe ich gedacht, wir machen hier so ein entspanntes Füttern und du machst schöne B-Roll-Aufnahmen draus, B-Rolle. Aber ja. Gut, jetzt moderiere ich das Ganze dann doch nochmal. Also wir haben uns jetzt entschlossen, können jetzt natürlich hier nicht alle Dosen aufreißen, aber wir nehmen einfach exemplarisch fürs Gefriergetrocknete. Wir kriegen nichts gesponsert. Also das, was wir jetzt aufreißen, klar, wir verfüttern das und wir haben ja genug Bedarf. Genau. Aber das schenkt uns jetzt die Firma Sera nicht. Genau. Ja, vielleicht, wenn sie es sehen. Nee, wir lassen sie uns nicht schenken. Okay. Also wollten sie auch schon, also viele Firmen sagen immer, Mensch, wir finden das gut, lassen sie uns unterstützen, wir machen es nicht. Ja, wir zeigen euch das, was wir euch zeigen wollen, ganz einfach. Gut, wir nehmen jetzt exemplarisch fürs Gefriergetrocknete das Mix Pur, wo ich gerade schon gesagt habe, da sind halt Wasserflöhe drin, da sind rote Mücken drin, da sind Artemia drin und da ist Krill drin. Und da machen wir jetzt einfach mal ein Experiment. Ich bin mir sicher, weil ja noch keine Dose offen war, dass deine Fische das jetzt hier noch nicht bekommen haben, oder? Nein. Wenn es mal ins MHD geht, aber das ist gar nicht so häufig. Fisch wird das lange haltbar. Was machen wir jetzt? Wir probieren einfach mal durch. Also bei den Fadenfischen, jede Wette, die fressen es auf jeden Fall. Und ist ja auch geeignet, weil der Fadenfisch ja auch ein Fisch ist, der Futter von der Wasseroberfläche nimmt. Genau. Ja, das ist ja reißender Absatz. Haben die jetzt aber auch eben noch Lebenfutter gekriegt. Aber ja, eben, ja. Stimmt. Aber die müssen, haben sie ja noch nicht gekriegt, jetzt gehen sie dran. Bei manchen Sorten dauert das ein bisschen länger, bis die sich wieder voll saugen, aber bei den Artemia habe ich festgestellt, geht es extremst schnell. Die haben dann auch wieder die originale Größe. So, jetzt machen wir mal weiter hier bei den verrückteren Arten. Und zwar hatten wir im Adventskalender den Pascarid Neon. Ja, da bin ich gespannt, ob die das jetzt... Ja, das feine Zeug schon. Und ihr könnt es ja auch zerreiben zwischen den Fingern, dass es ein bisschen feiner ist. Weil bei den Fischen hier, die haben alle kleine Mäuler. Da ist aber nicht nur der Red Neon drin, du hast dann noch den Gertrud, ne? Gertruds Regenbogenfisch. Ja, Gertrude. Und zwar Aru 2 heißt der, glaube ich. Aru ist doch eine Insel, ne? Oder? Oder ist das ein... Ne, es ist auf jeden Fall in Neuguinea. Ja, ich glaube, das ist Insel Aru. Also bevor ich jetzt Mist erzähle, erzähle ich eigentlich lieber gar nichts, aber ich glaube, das war so. Aber das funktioniert gut. Ja, also und Akzeptanz ist wirklich sehr hoch. Wie man immer sagt, was der Bauer nicht frisst, na gut, am dritten Tag spätestens frisst das. Also es ist wirklich so. Bei Skalaren, weiß ich nicht, bin ich mir jetzt nicht sicher. Die sind gestern erst gekommen und das erschwert die Sache trotzdem noch. Aber guck mal, dafür, dass sie gestern erst vom Großhändler kam. Oh, ja, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, weil Skalare sind meistens sehr verhalten, was das angeht. Da, wir müssen, Erfurt ist, die sind jetzt so eingelebt, das meinst du, wie krass die sind. Also ich bin echt begeistert von den Skalaren. So, gut, genug. Nee, eine Sache noch, und zwar Zwergbundbarsche, weil die sind nämlich wirklich immer Mimöschen, was das Fressen angeht. Dann nehmen wir jetzt erstmal Agassizi. Andrew Agassizi. Hatten wir auch im Kalender, im Adventskalender. So, und jetzt noch hier mal die Blue Rams. Die German Blue Rams. German Blue Rams. Warum auch immer. Ja. Ja. Aber geht. Ja. Würde ich sagen. Ja, es wird am Anfang vielleicht ein paar Mal ausgespuckt. Die Hongsleute sind, die habe ich die ganzen Tage schon beobachtet. Ja. Die sind einfach Wahnsinn, wie die sich hier gegenseitig, die Männchen, die haben eine Farbe. Ist einer der, es ist zwar ein Standardfisch, aber der gar nicht auf dem Schirm ist, gell? Ich beneide dich um dein weiches Wasser. Hab ich das schon mal die stehen gut, gell? Ja, die stehen wirklich gut. So, also haben wir gesehen. Meinst du, deine Meerwasserfische gehen da auch ran? Na, geh mal hin. Wir probieren es mal. Die werden ja üblicherweise nicht
um die Uhrzeit gefüttert. So, da machen wir oben, da haben wir nämlich die ganzen, auch die Feenbarsche, die wirklich sehr schön sind. So, und jetzt nicht verwöhnt sein, es gibt kein Meerwasser-Content. Ja, braucht auch nicht fragen, gibt's nämlich. Genau, ihr könnt die Fische hier nur kaufen. Da gibt es so viele tolle Kanäle immer noch. Ja, eben. Und ich habe keine Ahnung davon, deswegen kann ich euch da nichts erzählen. Ja, im Endeffekt ist genau das Gleiche. Ganz ehrlich, wenn du dir jetzt die Videos anschaust von dem Dutch Style und wir reden über Phosphat, Nitrat und diese ganzen Einzelkomponenten, Kalium, dann sind wir fast schon auf einem Niveau wie ein Meerwasser-Aquarium, der sein Calciumgehalt steuern muss, der Strontium zugibt, und das ist eigentlich nicht viel mehr. Ich muss ja dazu sagen, Wasser bereitest du auch auf. Ja, und du nimmst Osmosewasser, du salzt es mit Salz auf. Also ganz ehrlich, wenn man ein Süßwasser-Aquarium im hohen Niveau betreibt, dann steht das mit dem Aufwand eines Meerwasser-Aquariums ist ja gar nicht mehr. Meerwasser funktioniert halt anders. Also ich habe eigentlich ganz gerne meine Pflanzen, die ich einpflanze. Guck auf meine Linse. Ist da Meerwasser drauf? Nein, ist es nicht. Okay. Salzwasser macht mich panisch bei Technik. Finden die gut hier, ne? Ja. Haben wir jetzt gesehen. Ja, ich hatte ja tatsächlich mal ein Meerwasserbecken. Ich weiß, ein Dennerle Nanocube. Genau, ein 30er Nanocube. Aber das hat mich einfach nach einem Dreivierteljahr immer noch nicht so gecatcht, und deswegen bin ich dann einfach ehrlich zu mir selbst. Ja, hat man ja auch schon oft genug gesagt. Genau. Gerade bei den 30 cm. Ja, du setzt ein paar Sachen ein und auf einmal steht das Becken. Und dann machst du nichts mehr. Da bist du einfach nur noch Diener deines Aquariums. Ein bisschen Wasser wechseln und das war's. Und es wächst und wird immer mehr und braucht mehr Platz. Und es hat funktioniert, was ich da gemacht habe, aber es hat mich halt irgendwie nie so gereizt. Die dreht komplett frei. Die hast du jetzt extrem getriggert. Ja, die riecht, aber kommt nicht ran. Ja. So, komm, dann kommt hier auch noch ein bisschen was rein. Mach mal. Da sind auch die Pyjama. Sind das die Kaulonis? Nee. Kaulonis hast du woanders. Kaulonis müssten rechts daneben sitzen oder sind unten im Schaubecken. Nee, das sind die Pyjama Kardinalbarsche. Auch sehr schön. Und wenn man beim Kardinalbarsch sind, da ist die Kardinalskanäle. Also die Meerwasserkanälen sind schon mega. Ja. Wobei die aus Sulawesi ja wirklich genauso aussieht, nur halt 100 mal so klein. Die Dennerli. Oder heißt die Dennerli? Ja, genau. Hat die geschafft? Genau. Die haben, glaube ich, die Reise bezahlt. Wer bezahlt, der darf den Namen aussuchen. Entdeckt haben sie aber die Logomänner, oder? War das? Ja, genau. Gut, so viel zum Mix pur. Also jetzt Akzeptanz, würde ich sagen, ist wirklich gut. Ja. Und jetzt nehmen wir Astronautenfutter. Genau. Erste Tüte, Ketchup. Das waren die roten Mücken. Und ich möchte, dass du das bei den Zwergziehersamen machst. Okay, also wir haben jetzt gerade hinter der Kamera beschlossen, dass wir das jetzt bei Fischen probieren, von denen wir beide nicht denken, dass sie wirklich dran gehen. Aber es kann ja sein, dass es funktioniert. Und zwar sind das alles solche kleinen, Leckermäulchen, Mimosenfischer. Kann man auch schlecht filmen, deswegen nehmen wir jetzt mal die größten davon. Genau. Ja gut, hier sind aber auch Endler drin, ne? Geh mal mit den Tütchen ins Wasser, damit man richtig sehen kann, was da für eine Wurst rauskommt. Jetzt kommt die Wurst. Ja. Aber da sind auch die Zwergsesamler gleich dabei. Die gehen gleich drauf. Guck mal, die wollen direkt mehr hier oben. Ja, also die Akzeptanz von dem Zeug ist wirklich gut. Und es ist halt auch ein bisschen kleiner Krübelkram dabei, der dann wahrscheinlich... Ich mach dann immer ein bisschen, warte mal. Mach dann immer noch mal ein bisschen, ich drücke die Tüte noch ein bisschen auf, dass ein bisschen Wasser reinkommt. Achso, das ist gleich vermischt. Und dann mache ich. Aber lass noch was übrig von nebenan. Du zerwedelst das gleich. Genau, und dann hast du nämlich wirklich kleine Flocken auch. Ja. Okay. So, also wie wir sehen, die gehen ran. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das bei den. Soll ich das filmen? Mach gut, naja, so klein sind sie nicht. Also, du hast dich schon schön dick gefüttert hier. Was haben wir hier? Makulatas, ne? Ja. Das ist der günstigste. Also man redet ja immer nicht über Preise bei Tieren, aber es ist halt der günstigste von den ganzen Boraras. Wenn man sich eine sehr große Gruppe einsetzen will, das kann man nämlich auch bei Fischen in der Größe. Ja. Genau. Aber die Genen. Die gehen ran. Ja, die gehen ran, die haben bloß jetzt ein bisschen Schiss, weil die das Füttern so nicht gewöhnt sind, dass da einer so... Wenn du hier Artemia reinschmeißt, dann haben die ihre Ruhe. So, haben wir jetzt Urophthalmoides, oder? Was ist das hier? Oder Mera. So. Mal auf die rangehen. Aber sowas von. Die gehen auf jeden Fall mal schon mal wesentlich. Ja, die wollen halt, das ist ja auch wichtig, Grundlagen der Ernährung,
kommt das bestimmt nochmal. Es muss schon maulgerecht sein. Gell? Sonst spucken sie es aus. Genau, gerade bei Salmlern und kleinen Fischen, so, die sind ja keine Raubfische, die sich das zerreißen. Und so eine Mückenlarve zum Beispiel ist zäh, das wird nichts. Eine Mühler, genau so. Gut, jetzt machen wir, warte das mal, machen wir aber bitte jetzt irgendwo, wo wir ein bisschen Entertainment, wir gehen wieder zu den Barben. Okay, wir gehen zu den Barben und jetzt gebe ich aber vorher deinen Killis hier nochmal ein bisschen was. Ja. Procatopus similis. Und auch die gehen ran. So, du willst Action, hast du gesagt. Aktione. Mal jetzt hat man, nee, komm, mach mal hier. Genau. Die Odessa. Ja. Barbe. Odessa, die immer hässlich aussieht im Laden, aber wenn ihr die zu Hause habt. Ja. Und fünf Streifen. Zack. Und das ist schon mal eine ganz andere Qualität, gell? So, weil es ein bisschen feiner ist. Es ist ja jetzt nicht so, wie gesagt, da ist ein Nährmedium drin. Das mag jetzt nicht das Wasser so verschmutzen, wie es aussieht. Vielleicht habt ihr ja noch Fächerhandgarnelen im Aquarium, die holen dann den Rest raus. Wir müssen natürlich auch dazu sagen, dass keiner der Fische... Wollen wir die füttern? Hast du welche? Natürlich. Oh, na dann probieren wir das aus, ob die da rangehen. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal das Becken voll. Oder fertig. Keiner der Fische, die wir jetzt füttern, kennt dieses Futter. Ja, also wirklich, das ist, muss einen guten Geruch haben und muss echt gut animieren. So, jetzt ist die Wurst echt dick. Okay. Da war Druck drauf. Ja, das passiert ab und zu. Ihr könnt ja das ein bisschen weiter einstellen. Wie mit einer Silikontube. Kann man dann nicht. Das ist nicht so geil, das zieht der Fokus nicht so. Aber die Barben, das wird nicht lange dauern. Die ja, das die alles holen weg. Sich das. Genau. Und da sind ja auch noch ein paar Netzpinsel drin. Eigenfresser, genau. Eigenfresser. Okay, so, wen wolltest du jetzt noch füttern? Ach, die Fächerhandgarnelen. Die Fächer. So, da das hier deine Filiale ist, sagst du mir jetzt bitte, wo die sind. Ich hatte sie eben vorhin schon mal gefilmt. Guck mal, die warten schon auf dich. Die warten. Ja, auf mich nicht, wahrscheinlich aufs Futter. Siehst du sie? Ich sehe sie. Nicht so schlimm, das war die Anlagenkarte. So. Da kommt. Ah, und jetzt müssten sie eigentlich komplett gleich anfangen mit Fächern. Jetzt waren sie erstmal erschrocken, jetzt regnet weil sie mit Futter bombardiert worden sind. Aber jetzt sieht man schon einwandfrei. Fächern instant los. Wie sie jetzt anfangen mit Fächern. Man kann die natürlich auch mit so Artemia-Aufzuchtsfutter füttern. Das wäre fast nochmal ein separates. Das ja, Artemiofluid. Artemiofluid, genau. Ja, das wäre fast oder schon ein separates. Oder Liquizell von Hobby. Vielleicht machen wir es dann nochmal. Kann man auch bei Teichmuscheln nehmen. Mussels. Jetzt habe ich gekleckert. Ja, ich habe es auf dem Objektiv. Ah, und okay. Na, hier am Rand. Ja, okay. Ist nicht so schlimm. Gut, ihr habt es gesehen, also Akzeptanz war hier durchweg vorhanden. Lebendgebärende sparen wir uns jetzt mal, weil die fressen es tausendprozentig. Die fressen sowieso alles. Du willst noch was sagen? Auf die gehen wir im Flockenfutter nochmal gezielt ein. Ja, denn da gibt es physiologisch ein paar Dinge, die man dann noch erwähnen sollte und erwähnen muss. Und ihr kennt es von uns, Aquadicted nimmt es immer sehr genau und sehr ausführlich. Und deswegen wird auch dieses Video wahrscheinlich wieder die 30-Minuten-Marke knacken. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Jetzt habt ihr mal gesehen, was es noch so an Snacks gibt. Ihr habt erfahren, was es mit dem gefriergetrockneten Futter auf sich hat, wo man das platzieren sollte, wie es zu sehen ist. Und ja, ihr habt auch gesehen, dass es bereitwillig gefressen wird. Und ob ihr nun zu den Aquarianern gehört, die diese, sag mal, abgefahrenen Sachen, wie jetzt diese ONIP-Tabletten oder das Astronautenfutter benutzen möchtet, das ist euch überlassen. Wir wollten es euch einfach mal der Vollständigkeit halber vorstellen. Ja, und würden sagen, wir gehen jetzt auch was essen. Wir gehen jetzt endlich ich auch jetzt was essen. Hunger, aber genau, genau. Sah alles gut. So lecker aus. Die Würste. Okay, wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, im nächsten Video. Schreibt uns auch gerne mal eure Meinung und eure Erfahrungen mit unten in die Kommentare. Nicht nur für uns, sondern auch für die anderen Zuschauer ist es immer ganz interessant. Das ist ja auch irgendwo eine Austauschplattform von euch für euch. Und das soll es jetzt gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Bis dahin und viel Spaß beim Füttern. Ciao.